Bei uns sind jetzt Jonas Bold, Sportvorstand des HSV, und Marcel Janssen, der Präsident des HSV. Frohes neues Jahr. Ja, danke ebenfalls. Was bringt uns denn das neue Jahr? Neue Spieler? Ja, ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Wir haben ja eigentlich alle gemeinsam beim Verein hier in Hamburg ein gemeinsames Ziel und daran arbeiten wir. Es fragen sich ja alle irgendwie, ob es nur noch Zugänge gibt im Winter. Und meine Sportkollegen haben gesagt, ich muss sie das fragen. Kommt noch jemand? Also Bernd Hoffmann kommt heute auch noch, hat er mir gesagt. Aber der spielt nicht. Ja, richtig, ja. Herr Janssen, heute war Trainingsauftakt. Sie sind als EV-Präsident ja nicht mehr so ganz direkt beteiligt, aber Sie beobachten das natürlich. Wie sehen Sie die Situation beim HSV nach so ein paar Spielen, die nicht so gut gelaufen sind? Absolut positiv. Muss ja sehen, wo wir herkommen. Die letzten beiden Spiele haben uns nicht belohnt. Für gute Spiele haben wir zweimal unentschieden gespielt, waren ganz klar die bessere Mannschaft. Das ist ein bisschen schade, tut ein bisschen sportlich weh. Aber da ist eine gute Entwicklung drin und wir freuen uns auf die Rückrunde. Ich glaube, Pause kam zum richtigen Zeitpunkt auch. Jetzt kann man Kräfte bündeln und von daher gucken wir optimistisch jetzt in die nächsten Wochen und Monate. Was ist das Wichtigste, um das es jetzt geht, zum Start der Rückrunde? Obwohl, also jetzt das Spiel gegen St. Pauli, steht das jetzt schon im Zentrum? Ist ja irgendwann, glaube ich, erst Mitte der Rückrunde. Also das Wichtigste überhaupt, glaube ich, wenn wir erfolgreich sein wollen, ist der Zusammenhalt. Sie können ruhig mehr sagen. Ist eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Dass das Wichtigste der Zusammenhalt ist. Gibt es eigentlich am nächsten Wochenende ist, glaube ich, Mitgliederversammlung. Wie ist da so die Stimmung? Wird die tot langweilig oder gibt es da schon so ein bisschen Gemurre? Nein, es gibt überhaupt kein Gemurre, aber wir sind ja auch ein Verein, der auf Transparenz, auf Haltung und auf Werte jetzt mittlerweile auch sehr viel Wert legt und eine gute Kommunikation, auch eine gesunde Streitkultur innerhalb, um Ziele zu erreichen. Wir freuen uns auf die Mitgliederversammlung. Es gibt auch keine unwichtige Mitgliederversammlung. Wir sind ein Verein, der größte Gesellschafter sind die Fans, sind die Mitglieder. Und eigentlich ist es schön, wenn auch diese, wo nicht vielleicht irgendwas gewählt wird, aber jede Mitgliederversammlung ist wichtig und es zeigt den Zusammenhalt. Die AG wird komplett vertreten sein. Es ist auch die Wertschätzung, dass wir uns als ein Verein verstehen. Und deshalb freue ich mich auf den Samstag. Und der ist genauso wichtig wie vielleicht die eine oder andere. Und wenn es Themen gibt, die kritischer sind, dann kann man die auch besprechen. Und da gehen wir ja nichts aus dem Weg. Und von daher haben wir im Moment steigende Mitgliederzahlen. Wir haben Wachstum überall und wollen aber da auch ehrgeizig unsere Ziele erreichen, unseren Sport im EV auch erfolgreich machen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber da ist noch viel zu tun. Was kann man eigentlich machen, es gibt ja diese Angst davor, dass man aufsteigt und gleich wieder absteigt, weil man natürlich finanziell nicht so richtig mithalten kann. Kann man da eigentlich vorplanen genug? Also grundsätzlich habe ich keine Angst. Den Fall, den Sie beschreiben, der würde ja jetzt bedeuten, dass wir im Sommer aufgestiegen sind. Das wünschen wir uns ja alle. Und wenn das eingetreten ist, ich glaube, dann sollten die Menschen auch das Vertrauen kennengelernt haben, dass wir ja dann auch mit der Situation umgehen können.